Hallo Leute, willkommen zurück auf Gen X Reloaded zu einem neuen Let's Play and Talk. Und ja, da es im Game Pass zurzeit verfügbar ist, spiele ich mit euch Pentiment. Ein Game, von dem ihr wahrscheinlich schon gehört habt, das relativ gut ankommt bei den Fans und auch bei den Kritikern. Und da das ja auch historisch angehaucht ist, spielt im Jahre 1518, da steht's, zumindest fangen wir da an, dachte ich, wäre schon eine gute Ergänzung zu meinem Crusader Kings. Und daher, ja, gehen wir mal rein. Ich hoffe, ich kriege das hin, meine Stimme, wie ihr hört, ist nicht so gut. Und hier muss man viel lesen, weil es leider keine Sprachausgabe hat, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Und dann starten wir mal. Ja, das war jetzt nur so ein Schriftbild. Und dann starten wir mal rein. Ja, nun. Stein bewegen. Ja. Mach ja alles Schöne weg hier. Was ist denn das? Huch. Okay. Xbox Game Studios präsentieren. Eine Obsidian Entertainment Produktion. Pentiment. No. Künstlerische Leistung Anna Kennedy. Animationsregie Kathy Nichols. Leiter Programmierung Brett Kluster. Audio Kat Wenzke. Musik Alchemie. Eintragen. Produzent Alec Frey oder Fry. Gebietsdesign Matthew Loyola. Story Regie Josh Sawyer. Regie Josh Sawyer. Das fing Bayern, Heiliges Römisches Reich, April 1518. Ein Künstler schläft. Der Geist eines Künstlers. Und der Abt sagte mir, Andreas. Ich möchte nicht, dass du die Schwestern in der Bibliothek ablenkst. Du musst diesen Auftrag bis zum Ende des Aprils fertigstellen. Schränke deine Unterredung mit Bruder Piero auf ein geringes Maß ein. Ich möchte nicht, dass du die Schwestern in der Bibliothek ablenkst. Hehe, bleibst du wieder das Werk des Teufels? Ermutige ihn nicht noch. Sich der eigenen Arbeit hinzugeben, kann zu Freuden des Geistes führen, die denen des Körpers überlegen sind. Ha, entweder musst du Zeit mit spannenden Liebschaften verbringen, oder ich muss den Weg des Sokrates verinnerlichen. Ha, ha, ha. Was habt ihr dem Abt geantwortet, Andreas? Ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass ich aufmerksam sein werde. Sagt, es ist nicht meine Schuld, dass Gott mich so gut aussehend gemacht hat. Ich habe ihn ignoriert, was für diesen Kommentar angemessen war. Wow. Ich schätze mal, das ist ein bisschen zur Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ich habe mich entschuldigt und gesagt, dass ich aufmerksam sein werde. Ja, ich muss ja auch respektvoll sein, gerade zu der Zeit. Obwohl, als Künstler, wir wollen ja was von mir.
genau. Ich sagte, es ist nicht meine Schuld, dass Gott mich so gut aussehend gemacht hat. Kann ich wenigstens im Spiel mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Ihr seid unausstehlich. Leider wird das Verlangen im Christentum weniger geschätzt als zu meiner Zeit. Weniger geschätzt. Ja, das stimmt. Die Griechen haben schon... Ach? Vielleicht wird dieses Verlangen nach euch in ihnen eine größere Anerkennung von Schönheit wecken. Genau. Versucht doch mal das, dem Abt das nächste Mal zu sagen, Andreas. Ha! Ihr müsst aushalten, trotz des Zorns des Abtes. Bald werdet ihr sowohl die Arbeit für die Abtei als auch euer Meisterstück vollendet haben. Und dann werdet ihr nach Nürnberg zurückkehren, wo eine Vermählung und euer neues Leben als Meister euch erwarten. Ja, eine Vermählung mit einer Ehefrau, die ihr nie zuvor getroffen habt. Eine schlechte Voraussetzung. Nun, die Alternative wäre, Philosoph zu werden. Oh Gott, im Himmel, dann solltet ihr wirklich heiraten. Ist sie wenigstens hübsch? Das hat mein Bruder in seinem Brief geschrieben. Seinen Brief geschrieben, aber vielleicht versucht er nur mich aufzumuntern. Das kleine Bildnis, das sie geschickt haben, war wunderbar, aber wir Künstler verstehen es zu schmeicheln. Wo wer weiß, das ist jedenfalls nicht der Grund, warum ich es tue. Genau. Es wird spät. Das Rad der Zeit hält für niemanden still, Andreas. Ich fürchte, ihr müsst uns verlassen. Ah, ihr habt recht, Euer Majestät. Werdet ihr uns bald einmal wieder besuchen? Das hoffe ich, aber das liegt nicht in meiner Hand, Eure Majestät. Ich weiß nicht, Eure Majestät. Nun, ich kann nicht immer von diesem Ort träumen, Majestät. Das hoffe ich, aber es liegt nicht in meiner Hand, Eure Majestät. Wie viele Dinge? Vertraut auf die Vorsehung. Rubian, bitte begleitet Andreas sicher nach Hause. Natürlich, Majestät. Bis zum nächsten Mal, Andreas. Bis zum nächsten Mal, Eure Majestät. Kümmere dich gar nicht um die anderen Narren, Andreas. Das mache ich nie. Aua! Würde ich, wenn es sie dazu brächte, mir nicht auf die Füße zu treten. Vorsicht! Ha, ist im Narren, Andreas. Es hat keinen Zweck, ihm etwas beizubringen. Ich weiß, dass der alte Johannes möchte, dass du die Scheiße des Abtes erduldet. Aber nachdem ich dich heimbringe, habe ich das letzte Wort. Lass dich von ihm nicht fertig machen, Junge. Das werde ich nicht. Ein Abt kann mich nicht darum schubsen. Er versucht nur Ordnung in der Abtei zu halten. Ich bin auch ein Außenseiter. Ich werde schon zurechtkommen. Ich möchte keine Erinnerungen. Ja, nee, ich lasse mich nie rumschubsen. Das höre ich gern. Aua. Was macht der denn da? Ah! Würdest du bitte auf... Ich gebe auf. Bring mich nach Hause, Grobian. Wie du willst, Andreas. Okay, okay. Guten Morgen, Ursula. Guten Momo, Andreas. Okay. Zeit aufzustehen. Der Baron, April 1518. Noch ein paar Seiten, zurück zur Abtei. Prim, Stunde 6. Noch ein paar Seiten für den Abt und ich. Und hoffentlich ein paar für mich. Ich muss durch die Stadt und hinauf zur Abtei gehen, damit ich im Skriptorium und der Arbeit, mit der Arbeit beginnen kann. Okay. Das ist, Tagebuch, Karten. Oh, das ist aber schön gemacht, ey. Das ist aber wirklich schön. Hier bin ich, der Gärtnerhof. Und ich muss da zur Abtei. Also hier so. Das ist die Abtei. Und das ist die Stadt. Okay. Ich bin im äußeren
Alters fing. Menschen. Johannes Johann Bauer, Bruder von Franz Bauer, Ehemann von Heidi, Vater von Veronika und Hans. Johannes ist mit den meisten Familien in der Stadt befreundet, will aber unbedingt seinen Hof vergrößern. Bruder Piero aus Verona, Künstler der Abtei Kaiserau. Bruder Piero ist bekannt für seine freundliche und hilfsbereite Art und wird auch als meisterhafter Maler geschätzt, der sich auf eine außergewöhnliche Farbgestaltung spezialisiert hat. Das ist Glossar. Freie Reichsstadt des Heiligen Römischen Reiches, also in Nürnberg. Wichtiges Handelszentrum und Stadt der Künste, einschließlich des Drucks. Okay. Edibris. Andreas Mahler, Nürnberg. Das Pikatrix, der Schlüssel Salomos, das Heptameron. Prior Ferenc gibt mir immer wieder Bücher zu lesen. Ich sollte wirklich aufräumen. Ja, der Genie liebt das Chaos, oder wie war das noch? Ins Bett gehen? Nee, da bin ich hier gerade erst hergekommen. Aber ich kann hier sonst nichts machen. Huch, was hab ich gemacht? Irgendwie stimmt mein Haus. So, Gärtnerhaus. Ursula. Okay. Die spricht wahrscheinlich noch nicht so viel. Clara. Und Eva. Guten Morgen, Andreas. Habt ihr gut geschlafen? Recht gut sogar. Mai, wie immer halt. Gut wohl nicht, aber es nützt es, über das verschüttete Milch zu klauen. Recht gut sogar, danke. Ah, das freut mich zu hören. Ihr wolltet euch doch auf den Weg zur Abtei machen. Ich habe euch etwas Proviant zurechtgelegt. Mandeln, Käse und etwas Roggenbrot von dem Albband, welches ihr so mögt. Von den Albans, welche sie so mitbekommen. Der Otto hat mich gefragt, ob ihr nicht mit ihnen in der Abtei zu Abend speisen mögt. Der Otto? Der Otto war da? Ja, in der Früh. Bitte sehr, Andreas. Das ist sehr gütig von dir, Clara. Hab Dank. Meister Andreas, wenn es keine Umstände macht, könnte ich... Ich meine, könnten wir... Würde es euch arge Umstände bereiten, die nächste Monatsmiete schon heute zu zahlen? Und wenn wir... um 2 Groschen erhöhen? Verzeiht, dass ich darum bitte, doch wir sind der Abtei die Steuern schuldig. Schon 2 Monate. Dem Peter geht vor Sorge schon das Haar aus, mehr als sonst sogar. Ach, groß ist mir kein Ungemach. Zum Glück wollen wir noch nicht, dass der Peter noch ganz kalt wird. Das sollte möglich sein, ja. Ich danke, dass das dich machen. Ich kann nichts versprechen, ich will ja sehen, was ich tun kann. Nun... Ich, Augenblick. Hattet ihr diese Abgaben denn nicht erwartet? Ich weiß nicht. Und da kann ich dann wahrscheinlich... ein Denkblase. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Miete ist erst Anfang Mai hinfällig. Sei größenwürdig, Andreas. Du kannst es dir leisten, wenn du diese Last über den Schulter nehmen. Ich denke, die Folgen, wenn du nichts tust. Was ist das für ein Aberwitz? Zahlen Sie den Cent, den ich jedes Jahr... Was geht mich das an? Also, ich bin sehr großmütig von Haus. Andererseits sollte sie nicht denken, sie könne mir die Miete immer im Voraus abknöpfen. Nee. Ach, wo ist es mir kein Ungemach? Zudem wollen wir doch nicht, dass der Peter noch ganz geil wird. Oh, vergelt's, Andreas. Der heilige Lukas soll euch behüten.
Weil wir es gerade vom heiligen Lukas haben, wie geht es mit eurem Meisterstück voran? Es sind nun schon 2 Monate, nicht wahr? Es geht leider nur langsam voran. Die meiste Zeit verbringe ich mit meiner Arbeit für die Abtei. Rio Ferenc erlaubt mir nur während des Stundengebets an meinem Meisterstück zu arbeiten. Eine vernünftige Einschränkung, aber es geht nur langsam voran. Wenn es nach dem Stadtrat geht, kann ich auch ohne Meister werden. Ich fertige es als Vorzeigestück für Käufer an. Und zu meiner Freude. Aber ja, sobald ich fertig bin, gehe ich nach Nürnberg zurück, vermähle mich und mache eine eigene Werkstatt auf. Von Nürnberg aus an eine Universität und jetzt als Künstler um die Welt reisen. Was für ein Leben vor euch liegt, Meister Andreas. Ja, es fühlt sich wohl an, als würde ich ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen, nach einigen Fehltritten, einigen Wanderungen, ein wenig zu viel Spaß. Ja, als Künstler. Ein wenig zu viel Spaß. Es muss ziemlich beängstigend sein, von vorne anzufangen. Ich schulde es meiner Familie, etwas aus meinem Leben zu machen. Ja, aber ich weiß jetzt, dass ich genau das tun möchte. Das wird in Erinnerung bleiben. Nicht viele Menschen können darüber entscheiden. Sicher niemand in Tassing. Wie auch immer. Ich verstehe nichts von Kunst, aber ich habe gesehen, wie ihr wunderbare Zeichnungen in euer Büchlein gemacht habt. Euer Meisterstück ist gewiss prächtig. Na, das wird sich zeigen. Zweifelt nur nicht, das Meisterstück wird sicherlich viel wert sein, wenn es fertig ist. Jetzt muss ich meine eigene Arbeit fortsetzen. Frohes Schaffen in der Abtei, Andreas. Wir sehen euch nach der Vesper zum Abendbrot. Nicht heute, aber danke. Klaus Drucker hat mich schon zum Abendessen eingeladen. Klaus Drucker. Natürlich. Bitte grüßt die Drückers von uns. Natürlich. Bis später, Clara. Hallo, Andreas. Warum nicht? Gut. Dann gehen wir mal raus hier, Ma. Hey, wo nicht rennen? Warum rennst du denn? Da ist ja der Peter. Und schnack ihn mal mit ihm, wa? Andreas. Achso, er redet nie mit mir. Map. Also, völlig egal, wo ich lang gehe. Kann so rumgehen. Gehen wir mal hier lang, wa? Georg. Guten Morgen, Andreas. Morgen, Georg. Wie geht's? Arbeitet ihr heute? Ruhe mich nur ein wenig aus. Vater ist noch auf dem Feld. Hat den großen Stein mit dem Pflug gerammt und Herrgott weiß, wie lange es gedauert hat, ihn rauszuziehen. Auf dem Weg zur Abtei? Jeden Tag außer Sonntag. Stimmt. Gott sei der Sonntag gedankt. Riecht, als kam da ein Sturm, nicht wahr? Für mich riecht so nach frischer Alpenluft. Ihr seid zu viel gereist. Wo habt ihr eure Wanderjahre verbracht, bevor ihr nach Tassing kamt? Basel, André spricht ein wenig Italienisch und Französisch und ist vertraut mit den kulturellen Fundamenten von Basel und den nahegelegenen Bern, Zürich und Freiburg. Oh, Freiburg ist eine schöne Stadt. Basel aber auch. Basel ist auch sehr schön. Flandern. André spricht ein wenig Niederländisch und Französisch und ist vertraut mit dem künstlerischen Fundament der wichtigsten Kulturzentren der Region. Antwerpen, Brügge und Gent.
Italien. Andrea spricht Italienisch sowie ein wenig Griechisch und ist vertraut mit den kulturellen Fundamenten der wichtigen Kunstzentren der Region, Florenz, Venedig und Mailand. Oh, doch, schon nach Italien. Wähle eine Herkunft, welche die zukünftige Entscheidung deines Charakters beeinflusst. Drück und halte, um deine Wahl zu bestätigen. Italien, eine Weile Florenz, aber auch Venedig und Milan. Italien? Kein Wunder, dass eure... Was? Eure Sinne so stumpf sind. Da wart ihr zu lang unten. Genug Zeit in diesen Bergen und man riecht Stürme kommen. Wie lange wird das dauern? 10, 15 Jahre. Oh, ich fürchte, so lange habe ich nicht, Jörg. Was habt ihr überhaupt die ganze Zeit in Italien angestellt? Außer Kunst, meine ich. Hedonist, Andreas sucht das Vergnügen, wohin er auch geht. Er ist extrem gesellig und ziemlich vertraut mit allen angenehmen Lastern der Welt. Handwerker, Andreas lebt für die Arbeit und widmet seine gesamte Zeit seiner Kunst. Bücherwurm, Andreas verbringt seine gesamte arbeitsfreie Zeit damit, so viele Bücher wie möglich zu finden und zu lesen. Tu nicht gut. Andreas mischt sich gerne Kleinigkeiten. Streiche, kleine Verbrechen und Faustkämpfe ein. Geschäftsmann. Andreas widmet seinen Großteil seiner Zeit der Eigenwerbung und der Optimierung seiner Geschäftsausgaben. Er investiert und kümmert sich um die Buchhaltung. Nee, da mach ich schon Hedonist. Ich habe ja auch gesagt, ich habe zu viel Spaß gehabt. Deswegen passt das schon. Ah, italienische Frauen sind hübsch und der Wein ist ausgezeichnet. Was vermutest du, was ich getrieben habe? Klingt spaßig, aber lass das besser nicht Vater Thomas wissen. Warum nicht? Der Priester sagt uns, den Heiligen nachzueifern. Ich ehre St. Augustinus, der sagte, Herr, macht mich keusch, nur noch nicht jetzt. Ja, finde ich gut. Wenn ihr das meint, Andreas, ich glaube trotzdem, dass ihr noch in Schwierigkeiten mit Vater Thomas geratet. Jörg! Nun... Jetzt muss ich aber los. Jörg, na los! Vater tut schon so, als würde ich zu lange brauchen, obwohl ich die ganze Zeit Arbeit mit diesen Felsen gemacht habe. Bis später, Andreas. Bis später. So. Stadtallmende. Ich kann ja auch erstmal gucken, was es in der anderen Richtung gibt. Lauf, Forest, lauf. Oh, hier sitzt noch jemand. Kranker Peter. Noch ein Peter? Gott segne euch. Andreas. Genau. Andreas. Ah, das Wetter war... Gott, erbärmlich. Diese Stadt ist seit meiner Zeit tief gesunken. Ich glaube nicht, dass die Stadtbewohner beim Wetter viel tun können. Waren die Dinge sehr anders, als ich jung war? So verschieden wie Bier und Pisse. Der alte Abt stört uns kaum bei unseren Traditionen. Es macht ihm nichts aus, wenn wir... Was? Wenn wir Perch war, ein kleines Opfer brachten, damit der Himmel klar und das Wetter schön blieb. Matthias wusste, dass Gott in unserem Herzen war, auch wenn der Name der weißen Dame auf unseren Lippen lag. Ich hätte alle Bräuche heidnischer Götter verboten, kranker Peter. Welche alten Traditionen? Ich dachte, der heilige Moritz beschützt Tassi. Ich denke, dass Geister für schlechtes Wetter sorgen, weil niemand mehr die Tradition beachtet? Ich dachte, der heilige Moritz beschützt Tassi. Ja. Und die heilige Saate ja auch. Aber wer hat es eurer Meinung nach beschützt, bevor sie auftauchten? Die Heiligen waren nicht die Ersten, die über Tassi und Kar wachten. Mein Vater wusste das. Der alte Running-Kämpfer wusste das. Diesen verfluchten Abt mag es nicht gefallen, aber einige von uns halten die Tradition am Leben. Und die alte Witwe, Ottila. Ich werde das in der Abtei nicht erwähnen. Was sind das für Traditionen? Ja, wenn ihr in der Nacht aufsteht, um zu Wasser zu lassen, geht um die beruchte Seite des Hauses herum und niemals denselben Weg zurück.
Diese Weise stehlen die Hexen nicht eure Seelen. Oh, interessant. Ich sollte gehen. Hm? Schön. Gott segne euch. Da kann ich nicht weiter. Okay. So, jetzt bin ich in der Stadt Almende. Hier haben wir die Schmiede. Endrich Schmidts Schmiede. Die ist viel kleiner als die in der Abtei. Ja klar, ist ja auch nicht die Abtei. Gärtnerhof. Hallo Andreas. Lieber beschaffe ich den König oder was? Ah, doch. Ja. Hey. Ja, die Maus verschwindet halt immer. Martin, bitte, könntest du hier mal mit anfassen? Na, was wollt ihr? Ich behalte sie im Auge. Das sieht sehr nach Rumstehen und Nichtstun aus. Martin, Gott nochmal, hilf deiner Base. Oh, guten Morgen, Andreas. Entschuldigt uns, der Zaun ist kaputt, unsere Schafe entwischen. Kann ich irgendwie behilflich sein? Oh, Entschuldigung, ich werde versuchen, euch nicht im Weg zu stehen. Martin, ihr Idiot, wollt ihr nicht helfen? Kann ich irgendwie behilflich sein? Wisst ihr, wie man mit Schafen umgeht? Nun, ich... Nein. Nein, aber trotzdem vielen Dank. Vergelt's Gott. Seht nur da oben bei der Steinhauer, es ist etwas im Gange. Oh, 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 oh. Wer ist der Kerl auf dem Pferd? Sieht ziemlich reich aus. Ich weiß es nicht, Martin, aber ihr kriegt von Lynn hat ordentlich was zu hören. Gott im Himmel, ich habe Lindhardt nicht so oft gesehen, seit Johann auf Peter und Claras Hochzeit die Hosen darunter gelassen hat. Hat meinem Mann zwei Zähne ausgeschlagen. Einem wütenden Steinmetz sollte man lieber ausweichen. Ob er ein Adliger ist, er sieht sehr reich aus. Gott verflucht, Martin. Kannst du uns den Ärger einmal ersparen? Wie bitte, Tante Heidi? Heidi? Benimm dich. Haben wir nicht schon genug Scherereien? Andreas, wenn ihr so freundlich wärt, eure magere Gestalt die Straße hoch zu bewegen, wir müssen die Schafe einfangen. Natürlich. Auf bald. Nun helft eure Tante und Base doch. Ihr kennt mich mal, Andreas. What an ass. Ja gut. Bevor wir uns... Kann ich da nicht lang? Doch. Kann ich speichern? Wie wird denn hier gespeichert? Ach, hör mal, automatisch. Das springt ja dann am Anfang. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass ich da nicht... Da komme ich auch noch gar nicht hin. So, sehr schön. Alles klar, er hat dann jetzt hier gespeichert. Dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen was anderes. Und ja, wenn ja, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye, bye, euer Tobi.